kein guter Moment im Training. Das war ein geblockter Schuss, wo dann ja einfach das Knie gestaucht sich hat oder das einfach jetzt dazu führt, dass Fehler erstmal ausfällt. Trotzdem sind wir froh, dass es keine noch schlimmere Diagnose gegeben hat, weil das, wie gesagt, auch nicht schön war im Training, wenn jemand dann verletzt da liegt und du weißt, das war jetzt nicht gut. Relativ schnell dann aber auch die Diagnose bekommen haben, was uns jetzt wieder aufatmen und auch Perspektive geben lässt. Aber da muss man jetzt wirklich schauen. Da kann ich auch konkret nicht sagen, wie lang die Ausfallzeit von Feli Rauch sein wird. Insgesamt ist es genauso, wie du sagst, es ist die dritte